So, kann doch natürlich drauflaufen, geht auch kaputt. Lala, ne, gegen die kämpfe ich jetzt nicht, gegen die habe ich schon so oft gekämpft. Ja, diese Grazien. Das muss jetzt mal nicht sein. Verdammt. Ach, hier sind solche Punkte, in denen ich einfach Blackout habe und dann den einfach abkacke. Weil ich an solchen blöden idiotischen Zeiten natürlich loslaufe. Also ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. So, dass ich nicht noch mehr Sand verschwende. Denn ich kriege jetzt ja sowieso wieder welchen. Wartet mal eben kurz. Boah, reiche Beute. Ah ne, hier, hinter mir weg. Und heftig. Geh mir einfach aus meiner Nase. Gönn wir nicht. So, ich brauche mal wieder eine zweite Waffe. Danke. Dem Edmund-Spender. Bin ich dir jetzt auch los? Das Schild sieht ja wohl richtig geil aus. Hurra! Gleich wird's interessant. Nein, ich springe jetzt nicht hin und laufe an der Wand. Ich gehe nämlich den richtigen Weg. So, und jetzt mache ich dasselbe, wie ich es im vorherigen Let's Play auch gemacht habe. Um darauf mal wieder zurückzukommen. Seht mal da unten, wo die Wand kaputt ist. Dort gibt es das nächste Lebensupgrade in einer anderen Zeit. So, er kommt jetzt natürlich mal wieder. Der gute alte. Hey ho, was geht ab, mein Junge? Ja, schade, wa? Verkackt. Oh, hier war ich mal halb tot, oder? Ja, gut. Tod. Ui, das sind viele. Stellt euch, Mensch, und empfangt euer weniger. Schicksal. Wie konnte das geschehen? Nein, mich kriegst du nicht hier. So, mein Freund. Nichts leichter als das. Hier sind leider keine Gegner, sonst hätte ich noch ein paar meine Schwerter benutzt. Hey, ho. Aber er muss natürlich genau in diesem Augenblick aufschauen. Und nicht nur fixiert sein und dem Ganzen nachtrauern. Hey, die ganzen Fallen sind inaktiv. Da wir so genug zu tun haben, mit dem Darker davon zu laufen. Und, hallo. Was ist denn, wenn ich jetzt rauslaufe? Hallo? Ja, eine millimeterdicke Schicht Wasser schützt uns vor dem dämlichsten Viech in diesem ganzen Spiel. Oh, ich hasse es. Ich hasse es immer und immer wieder. Hätte man sich ein einziges Mal aktivieren können, das war's, also fürs gesamte Schloss aktiviert. So, so wie ich es natürlich kenne, ist jetzt der entscheidende, wollte ich gerade sagen, aber nein, ist er natürlich nicht. So, dort
Warte, das ist halt fast perfekt. Jetzt ist es perfekt. Wie träge der Sand fließt. Naja, jetzt sind wir in der alten Zeitkammer. Jetzt können wir gleich noch ins neue Lebenspunkt-Upgrade kommen. Was wollen wir noch mehr? Außer vielleicht eine Million kriegen. Aber... das ist unwahrscheinlich. Neuer Sandbehälter. Hurra. Sieht man euch am gelben Hintergrund. Leer und fortsetzen, zum Fortsetzen drücken. Ja, cool. Ich muss vielleicht irgendwann mal nach meiner Festplatte gucken. Ach, egal. Ja, ich kann da bis zu Kailina machen, dass ich viel Zeit, die ich bisher verspielt habe. Darauf habe ich nicht geachtet, egal was für Ausreden. Auf jeden Fall war es scheiße von mir. Ah, hier könnte ich ja ein bisschen Zeit verlangsamen, um auch noch mal Sand auszugeben. Boah, mal ohne Fehler. Außerdem vielleicht vom Anfang. Oh. Der komm. Darf nicht ja. Oh, ich muss ja aber erstmal rüberkommen. Wichtige welcher Scheißarchitekt hat das denn gebaut und hat das Ding gleich schon kaputt gelassen? Hui. Das hat kaum halb so viel gekostet von der Waffe. Ein gebührendes Ende. Für wen? Führt eure Befehle aus und tötet ihn! Wie gehen diese Waffen jetzt hier auch schön schlecht, schön sehr viel schlechter kaputt. Ich hab keinen Bock, das Schwert zu werfen. Der ist ja schon wieder kaputt. Toll. War das nicht schlau? 5 von 6 Sandbehältern. Ach, das ist immer noch das Geilste. Na? Und? Ich muss mal sagen, auf direkten Weg wieder zurück. So. Komm her. Hehehehe. Tja. Sand den tut Wasser nicht gerade gut. Oh, das ist einer meiner liebsten Lieblingsstellen im Spiel. Wie von vieler sicherlich auch. Kaputt. Eine Falle selbst zu aktivieren, zu dürfen, zu können. Ausgezeichnet. Sein Zustand.